Ich habe den heiligen Josef Maria auf der Skipiste kennengelernt. Da habe ich Leute getroffen in meinem Alter, ich war so 18, 19 Jahre alt. Die waren Mitglieder vom Werk oder haben an Bildungsmitteln vom Opus Dei teilgenommen. Und ich war schwer beeindruckt von ihnen, weil das waren zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich Leute außerhalb von meiner Familie gesehen, die gebetet haben, so mit Normalität. Also ich meine, auf der Skipiste haben wir auch nicht den ganzen Tag bloß gebetet, aber ab und zu, was weiß ich, auf dem Sessellift, ein Gesetz vom Rosenkranz, das hat mich beeindruckt. Da gab es aber auch ältere Leute, Leute mit grauen Haaren und die irgendwie alle diese Leute, die mit dem Opus Dei zu tun hatten, für mich war das so, obwohl sie verschieden waren, hatten die so, es war so ein bisschen wie eine Familie. Und ich habe mich gefragt, woran das wohl liegen würde. Dann später habe ich ein Buch vom heiligen Josef Maria gelesen, Der Weg, das erste Buch, das er geschrieben hat. Und ich glaube, da habe ich gemerkt, was es genau war, dass diese Leute eine Familie, zu einer Familie machten. Dieser Lebensstil, positiv ans Leben anzugehen. Ich habe gelernt, dass nicht die Situationen sich ändern müssen, sondern dass ich mich ändern muss. Und ich wurde, denke ich, ein bisschen ein besserer Christ mit diesem Buch. Ich war so der typische Sonntagschrist und fand mich da schon sehr gut dabei. Aber nach diesem Buch habe ich begonnen, meine Beziehung zu Gott ein bisschen auf die Woche auszuweiten. Und so, und ja, das hat mir geholfen in diesem Sinn.